Willkommen zurück auf dem Kanal und ich glaube, du hast ein bisschen ein anderes Intro, aber ihr Luzerner wisst ganz genau, wo ich bin. Am Bahnhof Luzern. Denn jetzt gehen wir zum zweiten von zwei Vlogs nacheinander zum Jahresabschluss in der Super League. Luzern gegen FC Basel. Weil wir schon so knapp sind und ich glaube, ich komme am 14. an und ich habe immer noch kein Ticket. Also ich blende jetzt mal die Aufstellungen ein und zum Spiel selber. Luzern eigentlich heim ziemlich stark. Ich glaube, ich blende mal die letzten 5 Heimspiele ein. Also die Heimtabelle, ihr seht, sie haben glaube ich von den letzten 5 Heimspielen ans Eis verloren. Also heim sind sie ziemlich stabil. Basel wissen ja alle, der riesen Umbruch Celestini. Sie erhoffen sich, dass der Celestini der Mann für den Umbruch ist. Ich blende euch gerade jetzt die Live-Tabelle einblenden und ich habe gerade gesehen, Vinti ist in Führung und ihr wisst als Basler, was das heisst für euch. Nicht wirklich gut, weil Vinti hat 19 Punkte gehabt. Lausanne ist jetzt der Nächste mit 20 Punkten. Also müssen wir noch hoffen, dass Vinti in den nächsten paar Minuten oder in der Nachspielzeit noch irgendwie eine Bude bekommt. Dass falls Basel schafft, einen Sieg holen, da auswärts in Luzern, wenigstens näher sind und noch irgendwie von Chancen können träumen auf die obere Tabellenhälfte. Wenn ihr mich fragt, wie der Match ausgeht, ich sage euch ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, beide machen den Bude. Ich bin ja neutral in dieser Liga, aber ich sage euch ehrlich, heute würde ich es an Basel gönnen. Heute würde ich den Sieg an Basel gönnen. Ja, ich weiss, Zürcher, die das schauen, können mich jetzt gar nicht leiden, aber irgendwie, ich weiss nicht warum, Basel gehört für mich einfach auf. Die sind europäisch. Ohne Basel wäre die Schweiz europäisch nicht dort, wo sie jetzt ist. Wir können an Basel danken sagen für die europäischen Plätze. Also das muss jedem von euch bewusst sein, egal wie ihr Basel hasst. Wegen ihnen sind wir europäisch noch so vertreten. Also optimistisch, ein 2-1 für Basel, realistisch, ein 2-3-1 für Luzern. Aber schauen wir. Oh, schauen mal aus, jetzt haben sie Basel crazy. Und Luzern in Kurve auch gut gefühlt. Die gleiche Message mit Kollektiv wie Ding da. Links Basler und rechts. Ich schwöre, das Spiel muss man abbrechen. Das ist nur schlimmer als gestern bei St. Gallen. Hure geil, immer mehr. Das schmeckt wie auf meinem Kindergeburtstag. Oh. Oh, ich muss machen. Oh, ganz gute Position, die ganze Nutze. Oh! Schon wieder nicht. Oh, was ein Block. Gut, Minasari. Oh, viel zu lieber. Oh, noch 5 und ich war nie passiert. Es ist voll, Ja, schon. Ich habe nichts gelesen, wirklich nichts. Ich melde mich von zuhause. Ich habe vergessen, Halbzeit-Ding aufzunehmen. Zu der Halbzeit ganz kurz. Luzern besser. Also, es ist gefühlt eines der langweiligsten Superleague-Spiele, die ich bis jetzt geschaut habe. Von diesen gefühlten 45 Spielen oder 40 Superleague-Spielen. Oder keine Ahnung, ihr wisst es, ihr seht es auf dem Kanal. Ist das eines der schlechtesten, wirklich langweiligsten bis jetzt. Von der Stimmung her ein stabiles Spiel. Also speziell nicht, klar, Basler haben wieder gezündet, geile Auswärtssupport in so einer Phase. Und die Luzern-Fans, also die Kurve von Luzern, wie man so schön sagt, ist auch stabil gewesen. Nicht speziell, wir kennen ja, gestern bin ich St. Gallen gegen Zürich geschaut. Ist ja logisch, dass dann heute ein bisschen ruhiger ist. Aber allgemein, spielerisch ist echt kein guter Match. Aber dazu dann am Schluss noch mehr, gehören dann am Schluss. Jetzt geniessen die zweite Halbzeit, da ist ein bisschen mehr aufgenommen worden. Alle! Oh. Oh.
Ja! Boah, geben sie jetzt ins Amtünden. Spiel ist wieder ab, wie beim Basel führt. Mit 0 zu 1. Oh, fast gut. Komm mal. Wirken Basel. Was? Wie ein Abstoß. Spiel ist abpfiffen, ich bin die Hause angekommen, ein riesen Cut. Was soll ich sagen, ich bleibe bei dem vom Ersten. Ich blende euch mal die Stats ein vom ganzen Match und Basel. Man kann als Luzern-Fan sagen, es ist ein klein unverdienter Sieg. Ja, Luzern mit dem Lattentreffer, ja, die haben garantiert ein Goal verdient. Also sie müssen ein Goal geben für Luzern. Basel, ein ganz wichtiger Sieg vor der Winterpause. Jetzt können sie noch träumen von der oberen Tabellenhälfte, was aber sehr schwer wird. Jetzt sind wir ehrlich. Ich blende euch mal ein, die nächsten Spiele, die Basel hat. Und ihr seht, es geht einmal auswärts gegen das zwar formschwache Zürich, aber wer weiß, wie sie aus dem neuen Jahr werden rauskommen. Also das ist immer speziell, oder das kannst du halt nicht vorhersehen. Ich meine, Basel kann jetzt auch die Wände schaffen und komplett alle überraschen, aber sehe ich eher weniger. Zürich hingegen ist auch nicht so stark und ich weiss nicht, wie sie innerhalb von 4 Wochen oder 3 Wochen plötzlich einfach wieder in Form sollten kommen. Klar, ist eigentlich genug Zeit, um wieder aufarbeiten, um wieder miteinander die Fehler, die schlechten Seiten anschauen und verbessern. Aber so wie ich es kenne, schafft man es nicht in 4 Wochen komplett einen ganzen Umbruch machen. Ja, ich weiss, es sind 3 schwache Spiele. Zürich ist immer noch auf dem 3. Platz. Ist 2 Punkte hinter St. Gallen. Aber egal, zurück zu Basel gegen Luzern. Luzern-Basel besser gesagt, aus der Heimvorteilsicht. Der Match ist einer der schlechtesten, die ich je gesehen habe. Ich habe auch das mal weniger kommentiert. Ich habe zum Jahresabschluss bin jetzt einfach auf Luzern gegangen und habe mal für den Vlog ein bisschen weniger oder ziemlich weniger aufgenommen und einfach den Match genossen. Also ich war einfach ein bisschen dort gewesen, dort gesessen, habe die Fans genossen, auch weniger aufgenommen. Tut mir leid, als jemand von euch ein bisschen mehr aufgenommen hat wollen, aber ich bin jetzt wirklich einfach zum Schluss vom Jahr. Nach dem St. Gallen gegen Zürich Vlog bin ich nochmal dort hin. Einfach den Schweizer Fußball nochmal genossen. Also genossen. Vom Spiel her hat man das Spiel jetzt nicht geniessen können, aber ihr wisst schon, was ich meine. In dem Sinne, glaub, es ist alles erwähnt worden, ich glaube. Wir können das Jahr abschliessen in der Super League. Frohe Festtage an euch. Rutscht gut ins neue Jahr. Und man sieht sich wieder mit Basel gegen Bayern, das Freundschaftsspiel, am 6. Januar. Oh, wobei, vielleicht vorher sollte eigentlich noch das 1000-Abo-Special, der eine Vlog online kommen. Jetzt ist ja Weihnachtszeit, jetzt ist ja Zeit da. Aber egal. Nochmal frohe Festtage, bleibt gesund und danke für jeden Einzelnen, wo auf dem Kanal ist, wo supportet. Nächstes Jahr kann ich euch sagen, ich habe schon wirklich geile Formate im Kopf, die auch mit Fußball zu tun haben. Nein, keine Fußball-Challenge, so dort gehen wir nicht hin. Vielleicht gibt es mal eine Fußball-Challenge, wer weiß. Aber ich habe schon Formate im Kopf. Also ihr könnt gehypt sein aufs neue Jahr. Abgesehen von Stadion-Vlogs wird noch ein bisschen mehr kommen. Ich kann noch nicht sagen, wann. Ihr seht es dann. Also, ciao zusammen. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.